Glinka, der Tonjunge. Die russische Sage 3. Der alte Mann und seine Frau wurden alt und einsam. Die alte Frau arbeitete im Garten, kümmerte sich um die Tiere. Oh, ihr Schlingel, ich werde eure Hörner brechen. Verschwindet von hier. Der alte Mann war auch nicht faul. Es gibt ein gutes Tonmaterial in der Gegend. Hier, ich werde deine Federn ausreißen. Ah, verflucht sei dir. Opa, was für ein elendes Leben. Wir sind immer allein. So ist es. So viel Essen, so viele Gerichte und niemand zum Essen. Ich hätte gern ein Kind. Aber wo können wir eins finden? Tausendfünftes, tausendsechstes, tausendsiebtes, tausendachtes. Hey, Opa, ich will das Kind adoptieren. Klinker, mein Sohn. Lass uns Essen bringen. Ich fliege. Beeil dich. Komm, bring mehr. Hier, ich rolle. Was für ein Esser. Er wird fertig essen und uns helfen. Iss noch etwas, lieber Klinker. Mehr. Ich laufe. Ist für die Gesundheit. Wer hätte das gedacht? Mehr! Es ist nichts mehr übrig. Du hast alles aufgegessen. Ah!
dir die Augen ausreißen. Schlechte Wünsche für dich. Oh, du Schamloser. Oh, du Plage. Und dass du es wusstest. Wasser, Samovar. Heiße Kuchen, heiße Kuchen. Ah ja. Oh, aua, oh, was machst du da? Du bist ein Verbrecher. Oh, au, gute Leute helfen. Mehr. Oh, Mama. Muss es beibringen. Die Nachricht von einem hungrigen Monster verbreitete sich. Die verängstigten Menschen versteckten sich und rannten weg. Jeder für sich selbst. Renn! Renn um dein Leben! Renn! Los geht's, fröhlich, fröhlich. Wessen Kind ist das? Ja, wessen Kind ist der? Ich gehöre niemandem, ich habe niemanden. Hier ist etwas Haferbrei, den wirst du essen. Und dann wirst du mehr Spaß haben, wenn du auf ihre Füße trampelst. Wie unartig. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
und gaben die Steinschleuder dem Waffenmuseum. Es war einmal sehr hell auf der taimirischen Halbinsel. Denn die Sonne und der Mond scheinen gleichzeitig am Himmel. Die Sonne fuhr in einem goldenen Schlitten. Und der Mond bewegte sich in einem silbernen Boot. Nachts gingen die Sonne und der Mond schlafen. Sie kümmerten sich sehr um Boot und Schlitten. Jedes Mal, wenn sie nach Hause kamen, banden sie ihr Eigentum an sich. Singer Yidkund, der Bewohner der Unterwelt, sah das Boot und den Schlitten. Und beschloss, sie zu besitzen. Da es ihm nicht gelang, sie zu stehlen, versuchte er, die beiden Freunde zu täuschen. Hey Mond, ich wollte dich immer fragen. Bist du der Chef des Himmels? Ich weiß nicht. Vielleicht, ja. Ich bin der Chef. Ich denke auch. Niemand kann wichtiger sein als du. Hey Sonne, ich wollte dich immer fragen. Bist du der Chef des Himmels? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, ich bin der Chef. Ich denke auch, niemand kann wichtiger sein als du. Aber der Mond sagt, dass sie der Chef ist. Quatsch! Vergiss es. Ich bin der Chef. Hey Mond, die Sonne sagt, dass sie wichtiger ist. Hey Mond, was lässt dich denken, dass du der Chef bist? Wer weiß das, frage ich mich. Ich lasse die Erde mit schönem silbernen Licht glitzern und du bist rund und fett. Und du bist ein krummes Ding. Und du scheinst überhaupt nicht. Du reflektierst nur mein Licht. Du bist ein Weicher. Du bist ein fetter Brand. Du bist eine gekrümmte Waffe. Du bist ein Brandstifter. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß, wie man das Problem lösen kann. Derjenige, der als Erster das Zelt erreicht, ist der Gewinner. Stoß mich nicht. Bereit? Los, los. Ich werde der Erste sein. Nein, ich werde es sein. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Endlich habe ich es geschafft. Hör auf, das ist Zeitverschwendung. Sonne und Mond fielen in Verzweiflung. Sie konnten nicht mehr im Himmel scheinen. Und die Dunkelheit fiel auf die Erde und die kalten Tage kamen. Alle Bewohner der Erde litten unter Lichtmangel. Und
sie beschlossen, den tapfersten Jäger zu schicken, um die Sonne und den Mond zu suchen. Es ist Zeitverschwendung. Lass uns lieber die Sonne und den Mond suchen. Du wirst mein Freund sein. Gib auf, lass uns gehen. Es ist einfacher, den Fluss bei Tageslicht von Steinen zu reinigen. Der starke Mann dachte nach und beschloss, dem schlauen Jäger zu helfen, um die Sonne und den Mond zu suchen. Hey! Warum bläst du so hart? Was soll ich sonst tun? Wir haben weder die Sonne noch den Mond. Lass uns lieber nach der Sonne und dem Mond suchen. Ich suche sie nur. Du wirst unser Freund sein. Nun gut, dachte der Windstoßer. Warum helfe ich nicht dem klugen Jäger, um die Sonne und den Mond zu suchen? Hey, blase härter! Deine Schuld, du hast meinen Schlitten verloren. Nein, du hast alles übersehen. Hey, hey! Sonne und Mond! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, worüber streitet ihr euch? Aber wie können wir den Himmel erreichen? Ohne das Boot und den Schlitten können wir nicht rausgehen. Wir können hier nicht alleine herauskommen. Rettet uns. Finde das Boot, bitte. Bringt sie her. Und vergesst den Schlitten nicht. Bitte bringt sie. Hey, einäugiger Kund. Gib uns das Boot und den Schlitten. Warum seid ihr hierher gekommen? Ich bin gekommen, um das Boot und den Schlitten meiner Freunde abzuholen. Ich werde sie dir nicht zurückgeben. Jetzt gehören sie mir. Lass uns tauschen. Dafür habe ich dir eine Schönheit mitgebracht, die du heiraten kannst. Sie wartet unten. Bring sie hierher. Jetzt werde ich runtergehen und sie mitbringen. Ein richtiges Monster. Blas kräftiger, um einen Schneesturm zu erzeugen. Hey, ein schwerer Schneesturm hat begonnen. Das Mädchen fürchtet sich, nach oben zu klettern. Komm runter. Schau, wie schön sie ist. Wo ist das Mädchen?
Ich kann sie nicht sehen. Schau genau hin. Wo ist das Mädchen? Ich kann sie nicht sehen. Hier ist sie. Gib mir. Das Mädchen. Hey Sonne, Mond, wer war der Erste? Wo ist mein Boot? Wo ist mein Schlitten? Oh, es ist einfach, das Problem zu lösen. Teilen wir das Jahr in zwei. Du, Sonne, wirst im Himmel die Hälfte des Jahres der Chef sein. Du wirst Tag und Nacht scheinen. Und du, Mond, wirst der Chef der zweiten Hälfte sein. Du wirst auch so viel scheinen, wie du willst. Seitdem hat sich alles auf Taimyr verändert. Während des Polarsommers scheint die Sonne Tag und Nacht. Und während des Polarwinters scheint der Mond Tag und Nacht. Und manchmal erscheint Nordlicht am Himmel. Die nördlichen Menschen sind an ein solches Leben gewöhnt. Sie weiden Rentiere, gehen fischen, jagen. Sie leben ein glückliches Leben. Das ist eine Geschichte über Oma und ihren Enkel. So fing es an. Maima lang erwartet, das Nenzenmärchen. Jemanden wie dich? Nein. Und wie ich?
Nein. Wer bin denn ich? Ein Mensch. Also noch Menschen? Nein, Maima. Sikira hat sie weggenommen. Maima. Oma, ist das Sikira? Nein, Maima. Es ist ein Fisch. Frühlingszeit. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Maima ist erwachsen geworden. Oma, ist es Sikira? Nein, Maima, es ist nicht Sikira, es ist ein Bär. Was ist Sikira dann? Sikira ist großartig. Kam vom Himmel, nahm alle Menschen weg, zum Baum, der an der Grenze zur Erde steht. Ich werde Sikira töten. Sikira hat zwei Flügel. Oma, ich habe jetzt auch Flügel. Ich werde mit ihm kämpfen und die Menschen zurückbringen. Also machte sich Maima auf die Suche nach diesem Baum. Maima kam zum Baum. Es ist ein Fisch. Und die Flügel waren ihm nützlich. Also saßen die Menschen auf dem Baum, an Zweigen festhaltend und Angst hatten, herunterzufallen. Hey, Sikira, komm raus und kämpfe! Du bist nicht derjenige, das ich mit mir messen will.
Du hast meine Flügel aufgefressen. Jetzt kann ich nicht mehr gegen Sekira kämpfen. Er will gegen Sekira kämpfen. Weine nicht, wir werden dir helfen. Es ist unmöglich, die Flügel zurückzubekommen. Aber wir haben scharfe Zähne. Wir werden den Baum durchbeißen. Das ist meiner. Er will gegen Sekira kämpfen. Ich werde die größten Flügel nehmen. Sekiras Stärke liegt nicht in den Flügeln. Sekiras Stärke liegt in der Taubenmilch. Wir Mäuse können nicht fliegen. Nimm unsere Milch. Also beschlossen sie, Sekira zu täuschen. Maimer nahm Sekiras Flügel, trank Taubenmilch. Also ersetzten die Mäuse die Taubenmilch durch ihre Milch. Da war Sekira. Schon wieder. Hey, komm raus und kämpfe. Sekira trank Mäusemilch, stieg in den Himmel auf, aber die Stärke ging verloren und er wurde auf die Erde gezogen. Maimer brachte die Menschen zurück auf die Erde und eilte zurück zu seiner Großmutter. Und nicht allein, er kam mit seiner Braut. Einmal wurden ein Hahn und eine Katze Freunde. Hoppla, das ist nicht, worüber ich spreche. Freunde, meine ich. Ein Hahn und eine Katze, genau. Die Erzählung der Erzählmärchen. Gut gemacht, Freunde. Viel besser jetzt. Oh nein, nicht schon wieder. Einmal gingen sie in den Wald. Da eilte dieser sehr dicht, um einige Nüsse zu sammeln. Und da sagte die Katze, hör, lieber Bruder, warum kletterst du nicht den Nussbaum hinauf und wirfst mir die Nüsse herunter, damit ich sie sammeln kann? Damit ich sie sammeln kann? Nun pflückten und sammelten sie. Pflückten und sammelten viele.
Und am Ende? Welch ein Unglück! Der Hahn pflückte und warf die letzte Nuss herunter. Die kleinste. Und aus Versehen, nicht absichtlich, traf die Katze ihr Auge. Die Katze war sehr beleidigt. Sie rief: Ich werde dich verklagen, Bruder Hahn. Wer sind Sie, um zu urteilen? Der Sekretär Piggy Wiggy. Ein kleines Ziegenböckchen, schau sie dir an. So charmant, so stilvoll, schön. Der Vorsitzende ist der Bär, eine Naschkatze, der wichtigste im Wald, der Herr. Und wer ist das hier? Ein kleiner Hirte, warum ist er im Gericht? Nun egal. Die Katze beschwert sich. Dieser Schurke von einem Hahn, dieser Bösewicht. Ein echter Schurke ist er, euer Ehren. Und alle Hähne sind gleich. Warum hast du die Katze ins Auge getroffen? Fragten die Richter. Das liegt an dem Nussbaum, sagte der Hahn. Er hat meine Hose zerrissen. Warum hat er das getan? Nun, es ist nicht meine Schuld, wirklich, sagte der Nussbaum. Das ist alles wegen dem Zicklein. Schau es dir an. Warum hat sie mich angenagt? Im letzten Jahr war ich noch jung. Richtig, warum? Außerdem bist du ein Richter. Sag uns die ganze Wahrheit. Das liegt alles an ihm, den Hirten. Er futtert mich nicht. Das Nussharzspiel. Nun, erzähl uns, warum fütterst du das Zicklein nicht? Warum bin ich immer schuldig? Das liegt alles an ihm, dem Bären, dem Besitzer des Zickleins. Er zahlt mir nicht für meine Arbeit, warum sollte ich dann umsonst arbeiten? Schaut! Big, 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 big
Warum bezahlst du den Hirten nicht, Bär? Und warum hat das Schwein meinen Garten umgraben? Schweinchen, warum hast du meinen Garten umgraben? Psst, warum erschreckt er mich, der Wolf? In Ordnung. Lasst uns den Wolf hierher bringen, sagten die Richter. Also gingen sie in den Wald, um den Wolf zu suchen. Und sie suchten immer noch, suchten. Aber sie können keinen finden. get
Get do, 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 get do